Herzlich willkommen zu Andis Garten. Heute zeige ich euch mal meine Aussaat von den Tomaten. Ist eigentlich nicht viel zu erklären, aber ich denke mal, es macht jeder anders da und ich zeige es euch mal, wie ich es mache. Viel Spaß beim Video und lasst ein Like und ein Abo da. Wichtig ist, als allererstes mal das Saatgut zu sortieren. Ich habe 3 Sorten Tomaten und zeige euch die jetzt gleich im Video. Ja, hier habe ich jetzt meine Rispentomaten. Die habe ich mal als Bio-Tomaten gekauft und habe mir Samen entnommen. Da schreibe ich jetzt Schildchen, die ich dann auf diese weiße Schüssel klebe. Ist ganz wichtig, weil da weiß man nämlich, was hat man gepflanzt. Die Tomate Cirola, das ist eine Kirschtomate. Ja, ich weiß, das ist ein F1 Hybrid und das ist mir eigentlich auch ganz egal. Wichtig ist, ich habe was zu essen. Und ja, auch ein Schildchen schreiben, auch ganz wichtig. Ja, als nächstes kommt die Piccolino, eine Cocktailtomatensorte. Und Cocktailtomaten mag meine Frau ganz gerne, ich auch, weil die sind echt zuckersüß. Und die verwenden wir jetzt das erste Mal im Beet bzw. im Gewächshaus. Und ich bin mal gespannt, wie sie wird. Als nächstes werden die Schildchen ausgeschnitten, damit ich es dann auf die Schüssel kleben kann. Das habe ich jetzt mal ein bisschen schneller gemacht, weil sonst dauert es zu lang. Ich fange mit der Rispentomate an. Dann nimmst du jetzt ein Körnchen. Ne, so sehen sie aus. Ne, schön klein und winzig. So, jetzt haben wir hier die Rispentomate, die Körnchen. Die legst du jetzt darin, in einem kleinen Abstand von 3 cm. Und die werden dann ein bisschen platt gedrückt. Ich wurde auch übrigens gebeten, nicht mehr Hochdeutsch zu schwätzen, weil ich bin eigentlich einer, der schwätzt immer ein bisschen platt. Und wenn ich Hochdeutsch schwätze, dann ist das nicht, das bin einfach nicht ich. Ja. Annika, du hast gewonnen. Übrigens, Grüße gehen an dich raus. So, jetzt haben wir hier die Rispentomate reingelegt. Jetzt kommen wir auf die nächste Sorte. Das müsste die Cirola sein. Ja, ist er auch. Wie wir das jetzt bei der Rispentomate auch gemacht haben. Ein Körnchen nach dem anderen darin. Auch wieder mit einem Abstand von 3 cm. Damit die Jungpflänzchen genügend Platz haben zum Wachsen. Erstmal Stütze ein bisschen aufgekloppt, ist ja ganz klar. Und ja, da haben wir jetzt die Piccolino. Genauso wie bei den anderen zwar. Einfach ein Körnchen nach dem anderen in die Erde.
Jetzt wird die Erde noch drüber gestreut. Wie dick? Ach Gott, das habe ich nie gemessen mit dem Zentimetermaß. Ich habe einfach drüber gestreut, nicht zu dick und auch nicht zu dünn, dass es schön bedeckt ist und dann einfach ein bisschen andrücken und feucht halten die Erde. Was halt wichtig ist, die Schüsseln, wenn die einen Deckel hätte, wäre das das Beste, was ihr da machen könnt. Weil die brauchen einen Treibhauseffekt. Und den erreichst du nur, wenn die Schüssel, sag ich mal, zugedeckt ist oder verschlossen ist. Und ich habe da einen Deckel für die Schüssel, Deckel drauf, unter die Pflanzlampe gestellt und lass wachsen. Als nächster Schritt kann ich euch empfehlen, dass ihr euch so eine Balchbrause besorgt. Die ist ganz sanft beim Gießen, da werden die Körner nicht wieder rausgespritzt oder rausgespült, geschwemmt, wie man es auch sagen will. Und perfekt, die 15 Euro, die würde ich da auch empfehlen zu investieren. So, jetzt gieße ich gerade da ein bisschen Wasser drüber. Also nicht wundern, wenn mal ein oder ein oder ein kommt. Ich sitze hier vorm Film und spreche das ein und ich schreibe mir das nicht auf, weil da habe ich die Zeit nicht dafür. Und manchmal fällt mir dann wieder was ein, dann tue ich es löschen, dann spreche ich es wieder neu ein. Und ja, also entschuldigt das schon mal im Vorfeld. Ja, jetzt habe ich da gerade gegossen und jetzt glaube ich, hole ich gerade einen Deckel. Und werde das dann verschließen. Ich habe es erst auf der Fensterbank stehen gehabt. Ich habe es aber dann unter die Pflanzlampe gestellt, weil halt einfach das mit dem Licht besser ist. Und diese Pflanzen, braucht man gar nicht so reden, die kommen weg. Das war ein Versuch, der mir missglückt war.